Hallo zusammen, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zu einer neuen Ausgabe unseres Knowledge Shortcuts, in dem Fall für die Version Business. Heute möchte ich den Auftakt einer Reihe machen, eine Reihe mit ungefähr 4 Teilen, und es geht um das 4-Quadranten-Modell für PLM. 4-Quadranten-Modell, damit kann man wunderbar Konfiguration erklären, damit kann man genau erklären, was passiert im Fall CTO, was passiert im Fall ETO, und das machen wir einfach mal. Dazu muss man Folgendes wissen, dazu gibt es auch schon einen Knowledge Shortcut. Im Unternehmen gibt es 3 wesentliche Prozesstypen. Technologische Prozesse einmal für Produkte und Produktion. Wir haben kaufmännische Prozesse für Logistik und Materialwirtschaft und Begleitprozesse, Marketing, Vertrieb und so weiter. Die Prozesse haben unterschiedlichen Charakter. Einmal haben wir kreativ, innovativ, flexible Prozesse und wir haben formal, strikt und sequentielle Prozesse. Die interessante Frage ist, wie wirken die Prozesse zusammen, wenn wir ETO haben, STO oder CTO, und darauf will ich mal eingehen. Und das ist der Kern für die Implementierung von einem PLM-Übergang in die Stückliste und was man dabei beachten muss. Okay, hier das 4-Quadranten-Modell, ganz wichtig, um das 4-Quadranten-Modell zu verstehen, ist, dass es hier eine Zeitachse gibt. Die Zeitachse, und jetzt gibt es die 4 Quadranten. Einmal gibt es die Quadranten hier oben zum Thema Technologie, also hier entsteht die Produktstruktur, hier entstehen die CAD-Modelle, die Zeichnungen, alles drum und dran im Bereich Technologie. Auf der anderen Seite haben wir die Materialwirtschaft, hier entstehen Artikelnummern, Stücklisten und so weiter. Das ist im Prinzip dort, wo die ERP-Systeme sitzen. Und jetzt haben wir 2 weitere Bereiche. Einmal den Bereich, wo wir sagen, hier ist generisch. Das heißt, hier passieren alle Dinge, die irgendwie auftragsunabhängig sind. Und es gibt den Bereich, der ist auftragsbezogen. Hier passieren alle Sachen, die mit einem Auftrag des Kunden zusammenhängen. Es gibt natürlich, muss einem klar sein, eine Angebotsphase. Im 4-Quadranten-Modell lassen wir die Angebotsphase der Einfachheit halber zur Erklärung weg. Die kann man natürlich mit reinnehmen, lassen wir aber in den Knowledge Shortcuts. So, und jetzt schauen wir mal auf den Fall Engineering to Order. So, die ganzen Fälle haben wir schon diskutiert. Hier gibt es einen Knowledge Shortcut davon. Wie sieht das Ganze bei Engineering to Order aus? Wenn man jetzt mal hier drüber nachdenkt, dann ist eins klar, Engineering to Order bedeutet ja, ich mache einen Auftrag oder entwickle einen Auftrag immer erst dann, wenn der Auftrag wirklich kommt vom Kunden. Ich mache im krassesten Fall oder im extremsten Fall keine Vorentwicklung, keine Standardbaugruppen. Natürlich gibt es immer Standardbaugruppen oder so, aber an sich im krassesten Fall entwickle ich erst dann, wenn der Kunde im Prinzip tatsächlich einen Auftrag bringt. Das heißt, der generische Anteil, den gibt es gar nicht, sondern was passiert? Es kommt ein Kundenauftrag, die Technologie wird entwickelt und dann, wenn die Technologie soweit fertig ist, dann werden, oft nennt man das Baugruppen aufgelegt, das heißt, es werden Baugruppen aufgelegt, die Baugruppen gehen an die Materialwirtschaft, die Materialwirtschaft macht daraus Artikel und fängt an zu bestellen. Hier sieht man jetzt auch gleich die Problematik der langen Lieferzeit. Warum? Es gelingt überhaupt gar keine Kundenentkopplung. Ich kann nicht irgendetwas vorproduzieren oder auf Lager produzieren, ist dann nur noch runtermachen. Hier geht nur ein Made-to-Order, der dem Konstruktionsprozess folgt, weil ich im Prinzip erst bestellen kann an dieser Phase, dann wenn die Teile klar sind. Jetzt können wir sagen, für Standardbaugruppen ist es anders, die gibt es ja schon, ist nicht ganz richtig, weil ob die Standardbaugruppe tatsächlich kommt, wird ja erst an diesem Punkt entschieden, wenn irgendwann der Konstrukteur so weit ist, dass er sagt, ach ja, stimmt, diese Baugruppe, die kommt. So, das ist klassisch, wie es für Engineering to Order funktioniert. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal für Select to Order an. Dann sieht das Ganze anders aus. Das funktioniert im Prinzip so, dass wir jetzt eine komplette Entwicklung der Technologie haben auf der generischen Seite. Das heißt, ich entwickle in aller Ruhe mein Produkt fertig. Ich entwickle auch die komplette Stückliste für mein Produkt fertig. Ich habe hier in dem Fall eine 100% Stückliste, die ist ausgeprägt mit dem Stücklistenkopf für das Produkt oder den Primärbedarf. So, und dann bin ich quasi ja schon fertig. Entwicklung hört irgendwann hier auf. Wir haben den offiziellen Start of Production. Und wie schon gesagt, im krassesten Fall, ach so, hier ist klar, hier habe ich natürlich die Interaktion zwischen technologischem und materialwirtschaftlichem Prozess. Da müssen wir nochmal getrennt drauf eingehen. Also hier entwickle ich einfach mal. Und jetzt kommt der Kunde und der Kunde bestellt mit einer Artikelnummer, die er typischerweise aus einem Katalog hat.
ich gehe jetzt im Prinzip hier rein, nehme die Stückliste und allein die Stückliste geht rein in die Produktion und ich fertige damit. Typische Standardteile kann ich damit schon lange, lange aufs Lager legen. Ich kann sogar so weit gehen, dass ich quasi kundenentkoppelt tatsächlich produziere. Also so sieht im Prinzip das 4-Quadranten-Modell für STO aus und ich habe den Vorteil, das sieht man jetzt schon gleich hier, dass wenn ein Auftrag kommt, dass ich überhaupt nicht mehr über irgendwie die Entwicklung gehen muss, sondern ich kann es rein logistisch abfrühstücken und das ist natürlich, wo man im Idealfall hinkommen will. So, soweit der erste Teil. Wir haben jetzt den Fall ETO und CTO besprochen. Ich freue mich, wenn Sie am zweiten Teil dann wieder dabei sind. Herzlichen Dank.